Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge FIFA 18 Karrieremodus. Wir sind in den letzten Zügen von 2018, die letzten Spiele stehen an, unter anderem Sheffield Wednesday ist unser erster Gegner und wir müssen weiter nach oben kommen. Ich meine, 15 Spieltage um 27 Punkte sind in Ordnung, gerade nach den letzten sehr guten Spielen ist es sehr gut, nach dem Start sowieso. Aber trotzdem, heute bitte weiter nach oben, schauen wir mal kurz auf die Tabelle, die schaut nämlich so aus. Also Platz 5, wie gesagt, nach oben, könnte ein bisschen was gehen. 2 Punkte sind es nur auf Platz 2 auf Chelsea. Wäre doch ganz schön. Unsere Aufstellung bleibt die exakt gleiche, weil wir haben momentan keinen Grund, irgendwas zu ändern. Bei Sheffield Wednesday wird man auf Westwood im Tor treffen. Das Ganze mit einer Viererkette zu unserem Glück, weil normalerweise tun wir uns ziemlich schwer gegen eine Fünferkette. Und umso besser halt, wenn Sheffield Wednesday, ein vermeintlich schwacher Gegner, eben keine Fünferkette spielt. Hutchinson in der Mitte, im Mittelfeld. Hinten haben wir Lees, Van Aken, Palmer, Garbutt vorne Joao und Hooper. Also, schauen wir mal, wie es so läuft. 13 Minuten um in diesem Spiel. Marco Arnautovic heute natürlich ganz vorne wieder dahinter. Patrick Schick, wie soll es auch anders sein? Lanzini bekommt mal den Ball. Lanzini nimmt den Ball mal Volley und trifft. Ja, in der ersten Szene dieses Spiels erstmal die Latte. Schade, wäre ein wunderschönes Tor geworden. Wirklich ein wunderschönes Tor. Schade, dass der Ball nur ans Aluminium ging. Arnautovic, 6 Minuten später mal über Charlie Mosonda die linke Seite und Lanzini ist komplett frei. Lanzini macht ihn natürlich. Hätte man vor ein paar Wochen noch nicht gesagt mit ihm natürlich, aber Lanzini macht das 1-0 nach 20 Minuten. Bis dato gab es auch nur West Ham United in diesem Spiel. Absolut gar nichts zu sehen von Sheffield Wednesday. Schöne Ballannahme von Lanzini nach der perfekten Flanke von Charlie Mosonda. Und Manuel Lanzini macht Tor Nummer 5 in der 20. Minute. Und die 1-0-Führung ist auch hochverdient zu diesem Zeitpunkt gewesen, wie gesagt. Da kriegt Lanzini, der Torschütze, gleich mal wieder den Ball. Versucht an Lees vorbeizukommen. Das ist eine sehr einfache Aufgabe für den kleinen Argentinier. Muss aber jetzt warten auf seine Mitspieler. Nimmt Marco Arnautovic mit, der kann den Ball nochmal in die Mitte spielen, macht das auch. Charlie Mosonda muss das 2-0 machen, aber macht es nicht. Ja, aus der Position drüber zu schießen oder die Latte zu berühren, das muss man halt auch erstmal schaffen. Ach ja, da kann man ruhig mal ein bisschen gefrustet sein, weil das muss das 2-0 sein. Dennoch, weiterhin gab es nur West Ham United. Sheffield Wednesday noch nicht einmal im 16er gewesen. Jedenfalls gefühlt nochmal Arnautovic schon wieder die Latte. Ach, es hätten schon 2 Traumtore heute dabei rauskommen können. Einmal von Lanzini und einmal von Arnautovic. Beide Male Aluminium getroffen. Das dritte Mal jetzt schon innerhalb der ersten 42 Minuten. Jetzt mal Sheffield Wednesday. Ja, kommt mal gefährlich vor das Tor von Paul Lopez. Der dann zum Glück klärt. Aber West Ham zu nachlässig, spielt das zu arrogant und der nächste Schuss kommt auf das Tor von West Ham. Auch wenn Paul Lopez da keine Probleme hat. Aber Joao hatte zumindest jetzt mal die Chance. Also komplett unterlegen ist jetzt Sheffield nicht mehr. Trotzdem muss West Ham mal wieder ein bisschen den Fuß aufs Gas nehmen. Hutchinson auf Van Aken. 3 Minuten gibt es oben drauf in dieser ersten Halbzeit. Während Sheffield nochmal nach vorne kommt über die rechte Seite. Wieder Joao, der den Ball dann aber nicht bekommt. Reed, sehr gefährlich. Und Masuaku auf Celso Borges. Lange kein Tor mehr für Celso Borges. Übrigens, nachdem er lange Zeit unser Topscorer war. Charlie Mosonda, wieder auf der linken Seite. Viel Platz, schöner Ball in die Mitte. Arnautovic schon wieder Aluminium und dann ist der Ball trotzdem drin. Was ein Tor. Was ein Tor von Marco Arnautovic. Naja, eigentlich nicht von Marco Arnautovic. Aber Marco Arnautovic war halt dabei. Ja, boah. Unglaublich. Ein wunderschönes Eigentor. Garbutt müsste es gewesen sein. Ja. Eine sehr komische erste Halbzeit. Viel Aluminium getroffen. 4 Mal müsste es jetzt gewesen sein. Trotzdem 2 Tore. Einmal Lanzini, einmal das Eigentor von Garbutt. Ja, kann so weitergehen, würde man behaupten. Zweite Halbzeit also. Mokiele kurz vorher gelb gesehen, muss aufpassen dadurch. Und Lanzini, rechte Seite wieder viel Platz von Arkin. Der einzige Verteidiger bei Sheffield Wednesday, der wirklich viel ackert, aber bei ihm kommt halt auch nicht so wirklich viel mehr rum. Schick bekommt den Ball, lupft den Ball auch an die Latte. Das 5. Mal Aluminium in diesem Spiel. Einfach nur unfassbar.
Einfach nur unfassbar. Man hätte hier halt locker schon 7-0 führen können. Ja, sagen wir mal 6-0, weil das eine Ding ging dann doch noch rein. Unglaublich. Arnautović nochmal. Arnautović, ja, hat die Nase voll. 3-0. Es ist so einfach. Momentan. Aber kann es so einfach sein und schlecht sein? Eigentlich nicht. Man möchte sich nicht beschweren. Arnautović bekommt den Ball, hat viele Gegenspieler um sich rum. Aber keiner geht zielstrebig an den Österreicher ran. Und Arnautović macht dann halt einfach sein 11. Saisontor. Ohne große Probleme. Und wir werden wechseln. Schick und Mosonda gehen raus. 11 Minuten noch zu gehen. Kina und Akşabanović kommen rein. Sind dann auch 1:1 Wechsel auf den jeweiligen Positionen. Und wir haben noch 9 Minuten. Nochmal Garbert, der hat ja das Eigentor gemacht. Maxim Lopez mittlerweile auch drin. Hier aber mit dem Fehlpass gegen Pedro Obiang, der den Ball abfängt. Und Kina schickt Arnautović. Kann er sein drittes machen? Arnautović sieht oben Lanzini. Viel Platz für den Argentinier. Ja, und er schießt Westwood einfach ab. Also wenn man West dann wirklich was vorwerfen könnte in diesem Spiel, dann ist es die Schluderigkeit, mit den Chancen umzugehen. Nochmal Kina, Schuss wird abgeblockt. Und Winston Reed lässt sich von Bannon raustreiben. Unten viel Platz für Masuaku. Schöner Pass, aber der Abschluss. Ah, der stimmt nicht. Unser Linksverteidiger mit dem rechten Fuß. Am Tor vorbei. Nach dem wunderschönen Pass, aber leider dann doch kein Tor. Marko Arnautović, der Matchwinner. Mann des Tages. Starkes Spiel. Schon wieder bei diesem 3:0 gegen Sheffield Wednesday. Die nächsten 3 Punkte. Arnautović und Lanzini mit den Toren. Sowie Garbert mit dem Eigentor. Sehr schön. Kann sich sehen lassen. Die anderen Ergebnisse. Liverpool 1:0 gewonnen gegen West Brom. Stoke hat unentschieden gegen Leicester gespielt. Und Swansea sowie Aston Villa Leeds haben auch alle unentschieden gespielt. Für uns geht es auf 2 hoch. Wir haben 5 Punkte Rückstand auf Liverpool. Chelsea spielt noch hinter uns, genauso wie Watford. Also es heißt momentan noch nichts, während wir jetzt gleich gegen Burnley spielen müssen. Vorher aber ein Angebot für Adrian bekommen von Liverpool, welches wir annehmen. Weil wir brauchen keinen Backup-Keeper und sein Vertrag läuft eh im Sommer dann aus. So, United hat uns überholt. Chelsea nicht, die sind punktgleich mit uns. Watford hat verloren, also ein bisschen nach vorne geht's. Konzentrieren uns jetzt aber erstmal auf das Burnley-Spiel. Die hatten wir ja zuletzt im Pokal. Da ging es in die Verlängerung. Das war ein schwieriges Spiel, weil halt Burnley sehr destruktiv gespielt hat. Ohne dabei aber halt keine Chance zu haben, sondern die waren schon echt sehr gut dabei. Deshalb höchste Vorsicht. Mit Gudmundsson heute auf der 10. Naki Wells auf der Stürmerposition. Jetzt für Burnley ins Spiel. 4-4-1-1. Bei West Ham, die alte Leier, bleibt alles gleich. 4-2-3-1. Schick, Arnautović in der Zentrale. Da muss man, glaube ich, nichts mehr zu sagen. 8 Minuten im Spiel drin. Und Pope hat mal den Ball. Bringt den Ball auf Steve Ward auf der linken Seite. Ed Milson Jr. schickt Naki Wells. Und der hat ordentlich Geschwindigkeitsvorteil gegenüber Reed und Paizea. Ball in die Mitte und Gudmundsson mit der Riesenchance. Muss hier eigentlich das 1 machen. Paul Lopez entscheidet sich halt sehr früh rauszurennen. Und dann macht Naki Wells den super Pass in den Rückraum auf Gudmundsson, der den Ball aber viel zu hoch ansetzt. Auf der Linie wäre noch Winston Reed gewesen, aber boah, den muss man eigentlich normalerweise machen. Glück für West Ham, dass man hier nicht früh zurückliegt. Wieder Emilson Junior, der gerade Naki Wells geschickt hat, bekommt den Ball zurück durch die schlechte Grätsche von Celso Borges. Mokiele klärt zur Ecke. Halbe Stunde gleich um. Bisher sehr ausgeglichen. 0:0 immer noch. Gudmundsson, der Zehner mit der Ecke. Tarkowski kriegt den Ball und probiert's mal. Paul Lopez hat mit Problem. Kein Elfmeter-Foul in der Mitte. Und Naki Wells dann mit dem Schuss, den Paul Lopez abfangen kann. Möchte das Spiel gleich schnell machen auf Lanzini, der Obiang mitnimmt. Schöner Pass auf Arnautović. Und Lanzini ist durchgestartet. Auf der rechten Seite hat er jetzt Platz. Zieht in die Mitte, bringt die Flanke sehr schön auf Arnautović. Und natürlich, natürlich macht's Arnautović. Der Typ ist momentan unfassbar. 1:0 Führung, 32. Minute. Marko Arnautović. Schön Feuer von Lanzini. Generell die ganze Spielsituation stark gemacht, auf der rechten Seite vor allem. Mit allen Beteiligten, aber Marko Arnautović, wie er sich da dann absetzt und dann halt zum Kopfball hochgeht, sein 12. Premier League-Tor macht.
richtig, richtig stark. Also momentan läuft's. Kann man überhaupt nicht anders sagen. Aber es geht weiter. Wir sind immer noch in der ersten Halbzeit. Cork auf der linken Seite will Edmilson Junior anspielen, aber Lanzini antizipiert den Pass super. Und Celso Borges auf Arnautovic, der natürlich bei seiner Form immer weiter gesucht wird. Schöner Pass auf Charlie Musonda. Linker Fuß ist nicht gut. Lanzini macht ihn aber trotzdem rein. 2-0 West Ham United gegen Burnley. 38. Minute. Der Pass von Celso Borges auf Musonda sehr gut. Der dann mit Problemen im Abschluss, aber der Ball wird abgeprallt, kommt direkt zu Manuel Lanzini. Und der haut das Ding direkt unter die Latte. Sehr schön gemacht und das 2-0 nehmen wir natürlich auch in die Halbzeitpause mit. Lanzini und Arnautovic, die beiden Torschützen bisher. Und man kann jetzt schon sagen, es läuft auf jeden Fall besser als im Carabao Cup, wo es lange Zeit nicht gut lief und man auch viel zu arrogant gespielt hat. Hier hat man das zum Glück abgestellt. Naki Wells mal gegen Reed. Kommt durch. Und nochmal Steve Ward. Ball kommt in die Mitte. Guten Monster. Nochmal mit einer guten Schussposition. Aber auch hier stimmt der Abschluss nicht. Ähnlich wie in der ersten Szene, die Burnley hatte, wo der Ball deutlich über das Tor ging. Macht Guten Monster das hier nicht gut. Und Antonio Vadillo kommt rein. Soll nochmal für ein bisschen Action sorgen für die letzte halbe Stunde. Zudem, die nächsten Tage stehen ja auch die Boxing Days an. Lanzini und Musonda können da ruhig mal eine kleine Verschnaufpause brauchen, wenn es auch nur 30 Minuten sind. Oh, schlechter Pass von Celso Borges. Nochmal die Chance vielleicht für Burnley. Naki Wells schafft es, den Ball auf links zu bringen über Edmilson Junior. Ach, keine gute Flanke. Reed ohne Probleme. Nochmal Wells und guten Monson Schuss abgeblockt. Und nochmal Wells. Paulo Lopez mit der Parade. Ball wird dann zur Ecke geklärt, die nichts einbrachte. 5 Minuten noch. Burnley muss jetzt vielleicht mal was zeigen, wenn sie halt noch mal ein Tor machen wollen. Aber Pedro Obiang hat was dagegen. Zieht an, kommt vorbei, nimmt erstmal Patrick Schick mit, der auch an Long vorbeikommt. Müsste die Flanke jetzt in die Mitte bringen. Zieht selbst erstmal in die Mitte. Schöne Flanke auf Antonio und köpft Pope an. Ach, das ist immer noch so ein bisschen die Schwäche von West Ham United. Aus diesen hochprozentigen Chancen, da macht man meistens gar nichts. Da macht man meistens genau diesen Kopfball oder diesen Schuss direkt auf den Torhüter rauf, was halt dann eben nicht gut ist. Zieht sich auch ein bisschen durch die Saison, auch wenn man es schon ordentlich abgestellt hat. Antonio, der Übeltäter, nochmal am Ball. Celso Borges oben kommt nicht an Taylor vorbei. Nochmal gut Monson, aber auch der verliert den Ball ganz leicht. Vadio Borges auf Patrick Schick hat nochmal die Chance. Patrick Schick! Und die Latte. Die Latte verhindert das 3 zu 0. Soll am Ende aber nicht mehr so wichtig sein, denn das 2-0, es hält ja Bestand. Lanzini und Arnautovic, also mit den Toren. Innerhalb dieser 6 Minuten war dann irgendwie alles klar. Bei diesem Spiel. Sehr schön. Und weil es so schön war und es momentan immer noch der 31. ist, werden wir jetzt erstmal unsere Jugendspieler, die wir noch in der Akademie haben, verpflichten. Das Ding ist halt, wir werden ja Ogbonna und Chicharito und höchstwahrscheinlich jetzt auch Adrian loswerden im Sommer, Quatsch, im Winter. Und können dann ruhig mal ein bisschen Spielzeit auf die Jugendspieler geben. Hoffe ich zumindestens. Wir werden jetzt die verpflichten, die ja dafür bereit sind, sprich schon über 17 sind. Die sehen leider, wir werden es jetzt gleich sehen, alle nicht so unfassbar großartig aus. Die Innenverteidiger, die sind sehr, sehr interessant. Wirklich, die sind sau interessant. Das Ding ist halt bei den Offensivspielern, dass sie leider gar keine Skill-Moves oder keinen Weak-Foot haben, was sehr nervig ist. Aber damit muss man schon klarkommen. Und Kartunen zum Beispiel war ja auch bisher ein richtig starker Spieler, auch wenn er bisher nur zwei, drei Einsätze hatte. Wird wahrscheinlich ein bisschen mehr werden, weil er dann Chicharito in der Rückrunde ersetzen wird. Höchstwahrscheinlich. Aber mal schauen. Ja, und weil es so schön ist, werden wir heute noch ein Spiel machen. Dann haben wir auch den kompletten Dezember 2018 rum. Können in der nächsten Folge dann mit 2019 starten. Sind übrigens auf 2 Punkte gerade ran an Liverpool, die allerdings noch ein Spiel haben. Das aber nur unentschieden bestritten haben. Also, es sind nur 3 Punkte gerade auf Platz 1. Weil Liverpool halt eben unentschieden gespielt hat. Trotzdem, Aufstellung bleibt natürlich die gleiche. Wir haben ja extra gerade noch ein bisschen ausgewechselt. Das macht nicht so viel aus natürlich. Aber die Jungs sind fit genug.
Die sollten das schaffen gegen West Brom, die mit Foster im Tor spielen. Auch hier wieder eine Viererkette. Dawson auf der rechten Seite, Gibbs links. Carrizo Hegazi auf den Innenverteidigerpositionen. Das Ganze im 4-1-4-1. Jakob auf der 6. Vorne Rondon alleine, Chadli rechts, Johnson links. Und Badu und Barry komplettieren dann das Mittelfeld. Los geht's früh in dieser Partie mit Nasser Chadli auf Rondon, der Badu mit ins Spiel bringt, aber der den Ball sofort wieder abgibt an eben seinen Sturmpartner Rondon. Chadli in die Mitte und Barry mit der ersten Chance. Nach knapp 2 Minuten. Starker Pass von Rondon in die Mitte und dann ist Barry dazu blank und kann fast einen guten Schuss aufs Tor von Paul Lopez setzen. Pizzea bekommt den Ball von Paul Lopez. Immer noch natürlich sehr früh in dieser Partie, 3. Minute erst. Patrick Schick. Viel Platz, aber wenig Anspielmöglichkeiten. Lanzini bekommt den Ball von Arnautovic. Schickt Patrick Schick. Könnte in die Mitte spielen. Zieht nochmal nach hinten und Arnautovic. Sobald der den Ball bekommt, gibt's doch diesen Monat eigentlich ein Tor. Oder in dieser letzten Phase eigentlich. Es ist unfassbar. 5 Minuten um. West Ham führt 1-0. Arnautovic, wer soll es auch anders sein? Einfach. Schick bekommt den Ball, zieht schön in die Mitte und schickt dann Arnautovic auf die Reise ins Zauberland. 13. Tor für Arnautovic. Kann sich sehen lassen. Und gerade nachdem West Brom in der ersten Szene dieses Spiels in der 2. Minute gleich eine gute Chance hatte, wahrscheinlich ziemlich bitter für eben West Brom, die jetzt erstmal daran zu knabbern hatten. 30 Minuten mittlerweile um, also die ganzen 20 Minuten nach dem Tor gab es nichts. Jetzt wird es mal sehr gefährlich, denn Johnson, Fabian Johnson, Ex-Gladbacher, bekommt den Ball, der super gespielt wurde, und schießt dann Paul Lopez ab, der nochmal seine Tatze raushält und immerhin noch das Gegentor verändert. Ecke für West Brom, Sache für Gareth Barry. Rondon kommt hier nicht dran, weil Winston Reid vorher den Kopfball bekommt. Und Patrick Schick gegen Kieran Gibbs. Ah, verliert den Ball, weil Kieran Gibbs das stark macht. Samuel Rondon ebenfalls den Ball verloren und jetzt kriegt wieder Schick die Chance und probiert es mit Lanzini über die rechte Seite. Jetzt Arnautovic, um wäre viel Platz für Charlie Mouzon. Da am Lupfer kommt nicht durch, aber Patrick Schick steht da. 2-0 für West Ham United. Patrick Schick mit dem Kopfballtor, nachdem der Ball von Charlie Mouzon, das Lupfer, abgeblockt wird in die Mitte. Schlecht verteidigt von West Brom, weil da stand so viel Weiß-Rotes in der Mitte, aber keiner fühlt sich zuständig und Patrick Schick hat nun mal Bock auf das Tor und macht's auch. Arnautovic bisher der überragende Mann, auch wenn Schick gerade das Tor gemacht hat. 2-0 nach 45 Minuten. West Brom nicht schlecht dabei, die machen sogar ein gutes Spiel sogar. Aber man ist heute mal auf der Seite von West Ham United zumindest sehr effektiv, was schön ist. Da ist wieder Patrick Schick, zieht wieder zurück und probiert selbst mal mit dem Schuss gegen Hegazi. Geht's dann aber gleich zur Ecke, also Arnautovic, der sich seinen Kollegen ranholt. 55 Minuten um. Arnautovic muss also jetzt die Ecke ausführen. Celso Borges in der Mitte. Celso Borges! 3-0! Wunderschöner Laufweg von Celso Borges. Die Flanke von Arnautovic kommt perfekt aufs Köpfchen und der Kopfball ist super. Schwer zu halten für Foster. Auch wenn man da vielleicht mit ein bisschen besserem Stellungsspiel was reißen könnte. Aber der Kopfball war super von Celso Borges, der lange nicht mehr getroffen hat. Das hier aber richtig stark gemacht hat. Kina und Antonio kommen rein. In der 64. Minute, kurze Zeit später. Livermore auch mittlerweile drin bei West Brom auf Fabian Johnson, der die beste Chance eigentlich für West Brom hatte. Neben der Chance von Gareth Barry. Rondon, ja, schafft es hier durchzukommen. Livermore abgeblockt von Borges, aber Ball kommt trotzdem durch. Nasser Chadli trifft den Pfosten. Nochmal eine Parade von Paul Lopez. Hui. Die beste, mit Abstand beste Chance für West Brom zum Ende dieses Spiels. Leider gab es kein Replay, hätte ich auch gerne gesehen. 3-0, also nochmal ein kurzer Aufreger am Ende dieser Partie. Aber es bleibt bei dem 2-0-Sieg. Das läuft momentan richtig gut. Liverpool hat allerdings auch gewonnen.
Das heißt, wir bleiben auf 2 und sehen, dass Ogbonna und Chicharito uns verlassen haben. War ja schon vorher klar, weil wir jetzt halt den ersten haben. Aber das war doch heute wieder richtig schön. Also momentan, es läuft weiterhin. Aber der erste richtig schwere Gegner, seitdem wir unsere Superform haben, kommt in der nächsten Folge. Tottenham steht an. Bis dahin. Tschüss.